Willkommen zurück nach diesem kurzen einmal Aufstehen von der gewohnten Sitzhaltung und wieder hinsetzen. Willkommen zurück zu Teil 2. Und es gibt eh fast keine bessere Überleitung eigentlich, als der Wolfgang am Ende seines Inputs zum Thema Resilienz gerade gebracht hat. Nämlich soziale Netzwerke sind wichtig für junge Menschen, gerade auch für Menschen insgesamt, um in Kontakt zu bleiben, auch in der Krise. Und auf der anderen Seite ist aber auch Digital Detox ein gewisses Modethema und vielleicht ein kleiner Trend, nennen wir es vielleicht noch Trendchen, weil es noch doch relativ klein ist, aber immer stärker wird. Und wenn wir eben von Jugendlichen sprechen, dann sind wir natürlich genau da, wo wir jetzt gelandet, wo wir jetzt landen, nämlich in der digitalen Lebenswelt. Also einer der wichtigen Lebenswelten sind, wo Jugendliche unterwegs sind. Und dieses Digital Detox in den sozialen Netzwerken ist natürlich auch so, dass immer mehr Netzwerke, immer mehr Benachrichtigungen. FOMO ist ein echtes Thema bei jungen Menschen. Und der Matthias wird vielleicht diese Abkürzung vielleicht auch näher bringen. Und gleichzeitig ist eben genau dieses Digital Detox-Thema, nämlich dieser kritische Blick auf die eigene Mediennutzung. Und wenn wir jetzt besser von Social Media reden, dann gibt es natürlich einen Experten in Österreich, der uns da einen Input liefern kann, und das ist eben Matthias Jaksen. Deswegen freut es mich so wahnsinnig, Matthias, dass du Zeit hast für uns heute. Matthias Jaksen ist ein Projektleiter bei SaferInternet.at und er hält da immer wieder regelmäßig Workshops, Vorträge für unterschiedliche Zielgruppen, von Jugendlichen bis zu Seniorinnen. Es ist mir wirklich eine besondere Freude, dass du da bist, lieber Matthias. The stage is yours und ich darf dich um deinen Input bitten. Vielen Dank für die sehr umfangreiche Einführung. Jetzt sind natürlich die Messlatte extrem hoch. Aber ich freue mich natürlich extrem, heute auch dabei zu sein. Und ja, es ist von saferinternet.at, Digital Detox, alles das, was wir jetzt auch unter Widerstandsfähigkeit zusammengefasst gehört haben zuerst, wird natürlich auf die Probe gestellt. In Covid-Zeiten bedeutet nichts anderes, als wir schauen uns selber an, wie viel Zeit wir eigentlich auf unseren digitalen Geräten mittlerweile verbringen. Und wir kriegen regelmäßig auch verzweifelte Anfragen, wirklich verzweifelte Anfragen von auch Eltern, die nicht mehr wissen, wie sie aus dieser Zwickmühle herauskommen, weil einerseits die Kinder dürfen nicht raus, können vielleicht nicht in die Schule gehen. Jetzt habe ich dann Distance Learning auch noch und das digitale Spielgerät PlayStation 5 ist herausgekommen. Also in Wahrheit kann ich heutzutage 24 Stunden vor einem digitalen Gerät verbringen, ohne jemals dasselbe zu machen. Und genau mit dieser Frage haben wir uns 2019 auch beschäftigt. Und das ist heute auch mein Vorschlag. Du hast das zuerst eh auch schon angeteasert. Das ist ein bisschen weniger ein Workshop-Charakter, so wie der vorgehende Kollege das gemacht hat, sondern ein bisschen wirklich ein kurzer Input und dafür dann auch mehr Zeit, um Fragen zu beantworten. Also wir haben 2019 eine Studie gemacht zu genau dem Thema und ich werde jetzt mal meine Präsentation freigeben. Sehr gut. So, ihr solltet jetzt die richtige Version auch sehen. Funktioniert wunderbar. 10.12. Das ist Perfekt. Perfekt. Genau. Um was geht es eigentlich heute? Digitale Jugendliche im digitalen Zeitstress, Digital Detox, FOMO, Fear of Missing Out, haben wir jetzt erst schon als ein paar Begriffe gehört, mit denen umgegangen wird. Und wir steigen ein bisschen ein und schauen uns an, wie eigentlich Jugendliche mit dieser Sogwirkung von digitalen Medien und dieser ständigen Erreichbarkeit auch umgehen und ob das wirklich so dramatisch ist oder ob das eigentlich eh weniger schlimm ist und die Kinder und Jugendliche da eh relativ gut damit umgehen. Und zum Schluss geben wir noch oder gebe ich noch ein paar Tipps und Hinweise, wie wir Jugendliche dabei auch unterstützen können, mit diesem digitalen Zeitstress umzugehen. Gleich vorweg, eine Fleißaufgabe, weil sie mir zuerst angefallen ist. Kennt eigentlich jeder Bildschirmzeit oder ich glaube, wie heißt das bei Google? Wer kann das sagen? Smartphone raus, schaut mal rauf und sagt mir in den Chat, wie viele Stunden ihr in der letzten Zeit auf eurem Smartphone unterwegs gewesen seid. Ich kann es zum Beispiel von mir sagen, Bildschirmzeit, ich suche es ganz schnell. Das sind jetzt, ihr kriegt es genau 60 Sekunden herauszufinden, wie ihr das herausfindet. Bildschirmzeit. Ich zeige euch das ganz kurz. Bei mir sind es zum Beispiel 2 Stunden, 35 Minuten im Tagesdurchschnitt, die ich mit diesem kleinen Gerät verwende. Erschreckenderweise, man muss sich jetzt
vor Augen halten, ich arbeite digital, ich bin wirklich genau derjenige, der vor seinem Computer sitzt und jeden Tag da reinschaut, wie viele Stunden ich schon mit diesen digitalen Geräten verbringe. Und das ist zum Beispiel auch eines der wichtigsten Punkte, das erzähle ich dann eher zum Schluss noch, in Richtung Vorbildwirkung und wie wir auch mit diesen digitalen Medien umgehen. Also du möchtest, ich kann leider auf den Chat ganz schlecht zugreifen, möchtest du mir da ein bisschen Feedback geben, was da drinnen steht? Feedback, das wollte ich gerade tun. 3 Stunden, dann 2 Stunden 25, 42 Minuten, 55 Minuten, 1 Stunde 50, 1 Stunde 30, 6 Stunden arbeitsbedingt, Tagesdurchschnitt 2 Stunden 20, 32 Minuten, 3 Stunden 40, 1,5 Stunden. Voll gut. Also man merkt auf jeden Fall, es ist eine hohe Bandbreite. Ich habe jetzt, glaube ich, relativ viel zwischen 20 Minuten und 6 Stunden gehört, obwohl es natürlich auch arbeitsbedingt bei mir schon bemerkt. Und es ist spannend, da ist man sofort in einem Rechtfertigungsdruck auch ein bisschen, oder? Das war gut, das Beispiel gerade. Nein, ich muss ja so viel Zeit digital auch verwenden. Und das ist interessant, wenn man da ein bisschen in die Selbstreflexion geht. Wir selber nutzen diese Tools ja auch, warum nicht auch Kinder und Jugendliche? Wir haben uns eben 2019, bzw. war es Ende 2018, eine repräsentative Studie gemacht von Kindern und Jugendlichen zwischen 11 und 17 und haben uns eben angeschaut, wie schaut es jetzt eigentlich aus mit diesem digitalen Zeitstress? Gibt es dieses Phänomen eigentlich und können Kinder und Jugendliche damit umgehen? Und zusätzlich haben wir dann auch noch 3 Fokusgruppen gemacht, um ein bisschen einen qualitativen Insight auch zu bekommen. Und das sind so die Ergebnisse. 98% der befragten Jugendlichen, da muss ich immer vor Augen halten, das war Ende 2018, besitzen ein Handy. Also de facto eigentlich jeder Jugendliche besitzt in der einen oder anderen Form ein Handy. Und ein Handy bedeutet auch Smartphone, bedeutet auch Internetzugang. 90% nutzen täglich oder fast täglich das Handy. 45% nutzen täglich einen Computer oder Laptop. Interessant auch ein bisschen, dass der überhaupt noch genutzt wird, weil ich muss gestehen, ich kenne wenige Jugendliche, die jetzt, wenn sie nicht im Distant Learning unterwegs sind, einen Laptop noch daheim verwenden. Gespielt und gezockt wird ja auch auf diesem kleinen Gerät von Brawl Stars über Fortnite geht ja noch immer, beziehungsweise bei Apple gerade nicht. Das ist gerade ein bisschen schwieriges Thema. Genau. 23% nutzen täglich oder fast täglich eine Spielekonsole. Und das war auch eines der Kernergebnisse, die wir herausgefunden haben. 35% haben gemeint, dass ihnen das Handy, die Konsole, der PC manchmal zu viel wird. Das ist eigentlich schon beeindruckend viel, wenn man sich vorstellt, 35%, ein Drittel der befragten Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren sagen, es ist manchmal wirklich zu viel. Bestätigt uns auch in unserer Beobachtung, und da haben wir es auch schwarz auf weiß, dass es wirklich da ist, dieses Phänomen digitaler Zeitstress, ja, ist wirklich real. Nochmal im Detail, ich werde nicht ganz im Detail darauf eingehen, die Folien sind mittlerweile eh schon an die Kolleginnen geschickt, ihr kriegt alles nochmal zum Durchschauen, wie gesagt, sonst auch alles auf saferinternet.at mit den jeweiligen Beschreibungstexten, aber da sieht man auch ein bisschen so die Verschiebung zwischen 15 und 17 Jahre, ein bisschen höher natürlich, die sagen, dass es ihnen zu viel wird, bei den Jüngeren ist diese Widerstandsfähigkeit vielleicht noch ein bisschen höher, wenn es darum geht, digitale Medien zu nutzen, oder sie können sich selbst noch nicht gut genug einschätzen, also das ist ja auch immer ein Ding, was man da so abwiegen muss. 60% haben dann auch gesagt, dass sie es gut fänden, wenn sie manchmal weniger Zeit mit ihrem Handy verbringen würden. Und das ist nett, weil da steht auch dieses Wort würden drinnen, weil sie tun es de facto nicht. Das ist wirklich so ein, ja, eigentlich ist es zu viel, aber ich weiß nicht wirklich, was ich dagegen tun soll. Aber es wirkt, ich hätte schon irgendwie Lust, das Ding einfach mal wegzulegen. Und daraufhin haben wir auch gefragt, was jetzt eigentlich Jugendliche so nervt bei diesen Situationen im Umgang mit zum Beispiel dem Smartphone. Und das Interessante ist, dass sie an erster Stelle gemeint haben, es nervt mich, wenn meine Freunde zu viel aufs Handy schauen, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Also diese Reflexion zur Selbstreflexion fehlt da sogar ein bisschen, weil die kommt erst aus der Zeit. Ich selbst schaue zu viel aufs Handy. Ich bin ja auch immer einer dieser Freunde, der natürlich in diesem Freundeskreis zu viel auf dieses Handy schaut. Also fast 60% haben gesagt, das nervt sie eigentlich. Es nervt sie auch, wenn Mitschüler zum Beispiel ihr Handy in der Schule nutzen. Interessant, wir haben jetzt leider nicht im Detail nachgefragt. Es wäre dann spannend, zum Beispiel in einem nächsten Schritt herauszufinden, warum das so ist. Das Ding kann ja nicht nur Spielerei sein, sondern vielleicht einfach auch Tool. Aber vielleicht wird es als solches nicht auch eingesetzt. 34% haben noch gemeint, es nervt mich, wenn meine Eltern zu viel am Handy sind.
Interessant, 34% auch schon sehr hoch. Und natürlich auch, wenn Sie sagen, wenn meine Eltern während dem Essen auf ihr Handy schauen. Eine der berühmtesten Regeln, die wir jetzt schon seit Jahren auch immer wieder aufbringen, gemeinsam ausmachen, was und wie digitale Medien auch zum Beispiel beim Mittagstisch, beim Mittagessen konsumiert werden darf. Ja, ist eine Zeitung zum Beispiel ein Medium, das konsumiert werden darf? Oder ist es erlaubt, wenn zum Beispiel der Chef von der Mutter dem Vater anruft und schnell zum Mittag was benötigt von denen. Also das sind auch so Diskussionen, die man sich selbst ein bisschen stellen muss und je älter das Kind wird, auch gemeinsam mit dem Kind zum Beispiel durcharbeiten muss. Aus den Fokusgruppen heraus kam dann auch von einer 18-jährigen Schülerin ein Zitat: Ich finde es schade, dass immer alle dauernd am Handy sind. Es wäre schon cool, wenn das Handy nicht immer so da wäre. Interessant auch, wenn man ein bisschen in diesen Satz hineinschaut, da schwingt sehr viel natürlich auch mit, ein bisschen diese Ohnmacht dagegen etwas zu tun, weil es wird scheinbar auch, es gibt von außen irgendeinen Druck, eine größere Macht, die es mir aktuell nicht ermöglicht, einfach dieses Gerät einmal auszuschalten und wegzulegen. Und wir haben uns das dann auch nochmal angeschaut, auf das komme ich dann später gleich noch zurück. 67% haben dann auch noch gemeint, dass ihrer Einschätzung nach die Kinder im Volksschulalter zu viel Zeit mit dem Handy verbringen. Und das ist auch schon interessant, weil wir haben ja dieses Jahr auch eine Studie dazu gemacht und der erste Medienkontakt. Ich meine, ich frage jetzt gleich in die Runde, schau mal, wer noch alle aufpasst. Erster Medienkontakt von Kindern und Jugendlichen, wie alt? Was schätzt ihr? Wie alt und was wird gepostet? Also da kommt jetzt 5, 8, 2, 1 bis 2 Jahre, 6, 7, 2, ich weiß nicht, ob das Jahre sind. Ich glaube, das sind die Jahre, ja. YouTube mit 2 bis 3 Jahren, 1, 2, 5, 8, 3, 4, 3. Sind interessant, ja. Also ich kann da gleich... 6 Monate, 2, beängstigend noch vor dem ersten Jahr. Für alle, die uns verfolgt haben am Safer Internet Day, der immer im Februar ist, erster Dienstag im Februar, zweiter Dienstag im Februar. Wir haben dort eine Studie vorgestellt, eben wann dieser erste Medienkontakt auch passiert und der ist zwischen 0 und 1 mittlerweile. Bedeutet so viel, dieses Smartphone selber ist einfach allgegenwärtig und das erste Medienkontakt ist auch, und das ist auch das erste Foto, das geteilt wird, vor der Geburt. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Foto im Mutterbauch, ja, es ist Ultraschallbild fotografiere, die sind mittlerweile extrem hochauflösend, 3D, teilweise in Farbe, kann man sogar mit Computermodellen herausrechnen, wie dieses Kind höchstwahrscheinlich ausschauen wird. Also diese Fotos werden dann zum Beispiel auch in der Familien-WhatsApp-Gruppe oder auf iCloud oder sonstigen Familien-Messenger-Diensten geteilt, nicht nur leider, sondern natürlich auch auf entsprechenden Familien-Facebook-Gruppen und Konsorten, was natürlich kritisch zu hinterfragen ist, aber wir schätzen alle noch immer ganz schlecht ein, wann dieser Medienkontakt passiert, weil es ist eben nicht das erste eigene Smartphone, sondern es beginnt ganz, 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 ganz viel früher schon. Und zwar ist es das Familientablet, es ist das Familien-Smartphone, es ist das Smartphone von der Mutter, vom Vater. Und man braucht sich auch nicht wundern, warum Kinder und Jugendliche so gut wischen können. Natürlich, was lernen sie? Sie lernen reden, sie lernen verstehen, sich in eine Gesellschaft einzubefinden. Und was sehen sie bei den Eltern natürlich, wie dieses Smartphone genutzt wird? Und entsprechend lerne ich diese Bewegung auch. Dann haben wir natürlich auch gefragt, entsprechende Aussagen zu bewerten. Und interessanterweise so ein bisschen die Selbstreflexion von den Jugendlichen war, dass sie schon auch sagen, dass das Handy sie bei den Hausaufgaben und vom Lernen ablenkt. Also sie haben aktuell noch schlechte Coping-Mechanismen einfach, um dieses Smartphone auch wirklich bewusst aus ihrer Zeit raus zu verbannen. Sie finden es anstrengend, ständig erreichbar zu sein. Sie fühlen sich gestresst, weil sie eben Sorge haben, etwas online zu verpassen. Das hat der Johannes erst angesprochen. Fachbegriff ist FOMO, Fear of Missing Out. Also die Angst, etwas zu verpassen digital. Und in Wahrheit brauchen wir gar nicht so weit schauen und auf Jugendliche schauen. Es geht uns gerade allen genau gleich. Und zwar, wie oft schauen wir auf OFAT oder sonstigen Newsseiten, was denn jetzt die nächsten Covid-Regeln sind? Ja? Wie oft schauen wir auf Twitter, Facebook oder sonstigen Informationsseiten, wie es denn jetzt gerade aussieht rund um Covid? Also ich bin mir sehr sicher, dass wir das nicht nur einmal am Tag machen, sondern sehr, sehr oft am Tag, weil wir einfach natürlich auch Angst haben, jetzt was zu verpassen. Aber wir würden nichts verpassen. Wir würden es spätestens in der ZIP 2 mitbekommen oder am nächsten Tag in der
Zeitung oder übernächsten Tag von einem Freund oder am Abend in der WhatsApp-Gruppe von der Familie. Also man sieht, diese Informationen kommen eh auch zu einem. Wir sind nicht mehr in der Situation, etwas zu verpassen, gerade in den Bereichen. Und 32% haben auch gesagt, dass sie sich über das Handy kontrolliert fühlen. Interessant, das Handy selber auch als Druckmittel eben erreichbar. Du musst erreichbar sein. 15-jährige Schüler hat dann gemeint, naja, meine Freunde glauben eh, dass ich tot bin, deswegen kann ich mir Zeit beim Beantworten lassen. Und das ist interessant, diese Radikalität des Wortes Tod, das da auch verwendet wird. Tod in dem Fall heißt wirklich bewusst, dass sie gar nicht mehr erwarten, dass die Person zurückschreibt. Die sind in so einer extremen Lage teilweise schon, dass sie innerhalb von Minuten zurückschreiben müssen, innerhalb von unter einer Minute zurückschreiben müssen, sich selbst auch dieses Ziel gesteckt haben und sie selbst auch das von anderen erwarten, dass wenn du das nicht tust, dann ist das schon so, wie wenn du eh tot bist, nicht mehr existierst, weil da ist eh egal. Irgendwann einmal wieder schon zurückschreiben. Und Zeit lassen heißt in dem Fall nicht eine Stunde, zwei Stunden, sondern das sind halt dann 10 Minuten oder 20 Minuten. Also ein ganz anderes Verhältnis zum Informationsfluss in der Form auch. Das ist eben auch genau die Folgefrage dann, wann erwartest du denn jetzt eine Antwort? Jetzt haben wir die eine Position beleuchtet. Jugendliche sind jetzt gestresst, sie wissen es, aber sind sie vielleicht auch Teil des Problems? Und die Frage, die wir dann eben gestellt haben, wann erwartest du eine Antwort, wurde mit sofort und in ein paar Minuten extrem hoch beantwortet. Das sind, ich meine, 60%. Also das ist schon sehr beeindruckend, dass eigentlich 60% der Kinder und Jugendlichen sagen in ein paar Minuten oder sofort, dass diese Rückmeldung passieren sollte. Und es wird auch als extrem unhöflich empfunden, das nicht zu tun. Interessanterweise gibt es ja auch das Phänomen, das habt ihr sicher alle schon mitbekommen, ich darf ja heutzutage nicht mehr einfach so einen Jugendlichen anrufen. Wenn ich das tue, dann werde ich böse angeredet. Was soll das? Warum rufst du mich an? Kündige dich doch bitte vorher über WhatsApp oder sonstigen Messenger-Diensten bei mir an, dass du mich anrufst, damit ich bereit bin, mit dir zu reden. Interessante Situation, in der wir uns befinden. Muss man nicht darauf eingehen, kann man, aber das ist auch ein Phänomen, das auf jeden Fall weit verbreitet ist. 17-jährige Schüler meint dann, mit 12 will man sich anpassen und der Gruppenzwang ist größer und man fühlt sich schnell ausgeschlossen. Auf was er damit abzielt, ist natürlich dieses Bedürfnis, einfach auch in Gruppen zu sein. Ihr kennt es wahrscheinlich eh alle, wenn zum Beispiel ein Schüler, eine Schülerin oder eben auch ein Jugendlicher einfach in eine neue Clique dazukommt, das wird sich einmal digital alles ausgemacht. Früher ist man im Pausenhof, hat sich mal geschlägert und dann war das alles wieder gut. Heutzutage passiert das alles digital. Wir haben vor einigen Jahren auch einmal eine Studie dazu gemacht, wie schaut es aus, wenn jetzt zum Beispiel in eine SEC 1 zum Beispiel jemand hineinkommt, in so einen Klassenverband hineinschlupft, die kriegen teilweise bis zu 500 WhatsApp-Nachrichten am Tag. Und da geht es um nicht viel. Die Inhalte sind völlig belanglos. Da geht es wirklich nur darum, dabei zu sein und möglicherweise Leute auszuschließen, wieder andere Leute schreiben später. Und dann ist zum Beispiel auch interessant, dieses Phänomen, dass die Kinder völlig zerstört sind in der Früh und einfach wirklich teilweise einschlafen am Tisch oder sonstigen Aktivitäten einfach zu nichts mehr in der Lage sind, weil sie halt bis 4, 5, 6, 7 in der Früh einfach munter waren, um als Letztes auf eine Nachricht zu reagieren. Interessantes Phänomen, dieses digitale Ausboxen, was zumindest die älteren Jugendlichen sagen, zu behaupten zumindest, dass sie damit schon besser umgehen können. Und das ist auch das Problem, vor dem wir alle stehen. Wo sind denn jetzt eigentlich die Smartphones in der Nacht? Und wenn ich die Frage jetzt an euch stelle, bevor ich da jetzt weiterspringe, wenn ich die Frage an euch stelle, wo sind denn eure Smartphones am Abend? Ganz ehrlich. Ich gebe euch meine Rückmeldung. Ich habe es aktuell eigentlich immer im Schlafzimmer gehabt, auf Flugmodus. Aber mittlerweile habe ich es geschafft, wenigstens aus Zimmer zu legen. Also ich muss wenigstens aufstehen, bevor ich das erste Mal aufs Smartphone schaue. Bin noch immer in derselben Situation, dass ich in der Früh aufstehe, hey, weg ausschalte, Handy einschalte, auf Twitter gehe. Die Rückmeldungen im Chat sind eh auch ähnlich. Also teilweise in der Küche im Flugmodus, Nachtkastel im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Vorraum, Nachttisch auf lautlos, lautlos im Arbeitszimmer, Nachttisch, genau, manchmal als Wecker im Schlafzimmer.
Voll gut, weil es ist interessant, die wenigsten nutzen oder zumindest nutzen einen wirklich alten Wecker noch. Die meisten nutzen als Ausrede, das Smartphone kann es eh, das kann ich deswegen nebenbei lassen. Aber dass das natürlich auch einzahlt auf das Thema Stress, das ist uns oft gar nicht so bewusst. Aber Jugendliche zum Beispiel beantworten das dann schon ganz stark. Wenn man sich zum Beispiel das jetzt anschaut, es liegt halt irgendwo im Zimmer, es liegt sogar teilweise eingeschaltet direkt neben mir oder im Bett, damit ich eben auch schnell reagieren kann. Es liegt im Flugmodus und nur 13% meinen dann, es liegt außerhalb des Zimmers oder irgendwo anders, nur noch 5%. Das heißt, eigentlich kann man sagen, die Mehrheit der Jugendlichen, die beantworten, haben dann, jetzt bin ich kurz aus das Konzept gebracht, Sandra wollte, glaube ich, nicht mit mir reden. Genau, liegt dann eben woanders. Und das ist auch ein großes Problem, weil natürlich der Wecker, auch wenn es so nett die Ausrede auch ist, das Smartphone selber natürlich dann auch eine ganz andere Funktion hat und selten ausgeschalten ist. Eine einfache Regel, die man den Kindern auch mitgeben kann, zum Beispiel. Und das ist auch, wann schaust du das erste Mal aufs Smartphone, wenn du in der Früh aufwachst? Und da natürlich, ohne Überraschung, das ist das Erste, was ich in der Früh mache mit 31% und nach 5 Minuten 35%. Also wir sind jetzt bei fast 66%, die meinen, das ist eigentlich das Erste, was man tut in der Früh. Und ja, der Druck ist natürlich da und das ist wieder dieses Phänomen FOMO, Fear of Missing Out. Vielleicht hat mir jemand geschrieben, vielleicht habe ich irgendwas Wichtiges verpasst. Ich möchte Teil dieser digitalen Welt sein, in der ich drinnen bin. Und mit dem muss man natürlich arbeiten. Also da sieht man schon, es ist ein extrem, also alleine diese Grafik, wenn ich sie anschaue, es ist extrem stressig, weil in dem Moment, wo ich natürlich was lese, muss ich auch reagieren, weil in meinem Freundeskreis bin ich sonst tot. 18-jähriger Schüler hat dann noch gemeint, ich mache manchmal auch Offline-Zeiten, also ich schalte das Handy wirklich auch ab. Das war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vor allem für meine Familie und meine Freunde, aber jetzt haben sie sich daran gewöhnt. Interessant, wir reden aus dem Jahr, ist es nicht das Jahr 1997, wir reden von 2019. Es ist ungewöhnlich, dass man das Handy abschaltet und ich kenne das selber und ihr kennt das Phänomen vielleicht in eurer Familie auch. Schaltet einmal das Handy für einen Tag ab. Und dann schaltet es wieder ein. Wie viele Nachrichten ihr bekommt, ob ihr eh noch lebt, ob irgendwas Schlimmes passiert ist, ob ihr im Krankenhaus seid, ob irgendwas ganz Orges passiert ist, so viel könnt ihr gar nicht beantworten. Da werdet ihr die ganze Nacht daran sitzen. Das ist eine große Herausforderung, weil wir als Gesellschaft aktuell einfach diese immer Verfügbarkeit und immer Erreichbarkeit einfach auch forcieren und mit dem auch arbeiten. Und das betrifft eben nicht nur Kinder und Jugendliche, das betrifft uns selbst. Und genauso wie wir das auch leben, genauso nehmen das natürlich Kinder und Jugendliche auch wahr. Und das ist ein großes Problem, weil wenn wir nicht an dem arbeiten, dass man auch mal nicht erreichbar sein darf, dann gibt es natürlich auch große Probleme und Diskussionen, weil ich muss mir das dann auch nicht antun, den Stress. Ja? Weil dann lege ich es halt irgendwo hin, lasse es eingeschaltet und wenn jemand anruft, dann sehe ich das und kann ihn zurückrufen. Aber bevor ich es ausschalte und danach diskutieren muss, warum ich es ausgeschaltet gehabt habe, mache ich das natürlich nicht. Das ist auch so ein bisschen ein Phänomen unserer Zeit. Wenn das Handy zum Beispiel einen Tag weg ist, wie würdest du dich fühlen? Und das ist interessant. 31% haben gemeint, überwiegend positive Gefühle und gleich viel positive wie negative Gefühle. Das heißt, es ist ein bisschen neutral und 31% immerhin sagen, ja, also ich hätte da einfach ein gutes Gefühl dabei, auch mal das Handy wegzugeben einen ganzen Tag und einfach vielleicht einmal nicht erreichbar zu sein. Es verdampft sich alles ein, bis sie auf ein paar Kernaussagen, die heißen Räume schaffen, auch digital freie Räume schaffen, wo ihr ganz stark auch Jugendliche unterstützen könnt, indem ihr ihnen dieses Angebot auch macht. Und das kann zum Beispiel auch im Jugendzentrum sein, dass es dann Regeln gibt von, keine Ahnung, einer gewissen Uhrzeit, gewisse Stunden ist dieses Smartphone einfach auszuschalten. Kann sein, dass man am Anfang ein bisschen gegen die Wand läuft, aber grundsätzlich ist die Erfahrung schon noch da, dass das durchaus angenommen wird. Aber ich freue mich dann wirklich gerne auch auf das Feedback von euch, was da eure Ideen dazu sind. Digital Detox, das war ja auch so ein Wort, diese digitale Diät, die vorgekommen ist. 28% geben an, schon mal eine digitale Diät gemacht zu haben. Es ist super abstrus, wenn man sich das vorstellt. Wir leben jetzt gerade in einer Situation, dass wir eine digitale Diät machen müssen, um wieder runterzukommen. Und es gibt viele Unternehmen, die sehr viel Geld verlangen, auch zum Beispiel in diesen ganzen Management-Unternehmensentwicklungsbereichen, die dich dann eine Woche lang in ein Zelt sperren und dafür weiß er nicht, wie viel 1.000 Euro zahlst und du lebst nur noch aus wie ein Pfadfinder, ja, ohne Handy.
gibt ja auch keine Pfadfinder mehr ohne Handy, aber wir haben Pfadfinder ohne Handy. Und das ist interessant, dass wir das auch zulassen, ja, anstatt dass wir uns eben gemeinsam Regeln erarbeiten und gemeinsam erarbeiten, wie wir mit diesen digitalen Medien umgehen, braucht es mal eine Diät, um für manche Personen auch wirklich wieder runterzukommen. Das ist die große Frage dann, die wir uns gestellt haben, was tun? Wir wissen, Kinder und Jugendliche sind gestresst. Das Problem ist, dass es nicht ganz abschaltbar ist. Wie können wir Kinder und Jugendliche dabei unterstützen? Wir haben das jetzt mal Eltern gefordert und das ist aber natürlich nicht nur auf Eltern, sondern auch auf Jugendarbeiterinnen und alle erwachsenen Bezugspersonen noch zum Überlegen. Regeln in der Familie, Regeln im Familienverband beziehungsweise im Verband auch ausmachen. Das Gute ist, ich zeige euch dann ganz gleich, Regeln funktionieren und Regeln werden auch gut und gerne angenommen. Die Vorbildwirkung beachten, ganz wichtiger Punkt und das unterschätzen, glaube ich, noch immer die meisten. Wir selber nutzen diese Geräte und ihr habt zuerst auch schon geschaut, wie viel Zeit ihr auf diesen Geräten nutzt. Ihr werdet dabei beobachtet, ihr seid in dem Fall ein Vorbild und wenn ihr euch entsprechend so verhält, dann kommt es auch wieder zurück. Gerade bei den ganz jungen Eltern natürlich ist es dann eben immer ein Phänomen, wenn sie überrascht sind, dass das Kind schon weiß, wie es zu den Fotos und Videos kommt, wenn doch die Eltern die ganze Zeit Fotos und Videos oder sogar heutzutage in Covid-Zeiten Videocalls mit der Familie machen. Kinder auch stärken, sich dieser digitalen Sogwirkung widersetzen zu können. Das passt ganz gut ins Thema vom ersten Vortrag, diese Widerstandsfähigkeit auch zu stärken und zu ermöglichen, mal Nein zu sagen. Wirklich auch eben Räume zu schaffen und zu sagen, das ist jetzt wichtig, dass du aufstehst und sagst, du brauchst jetzt nicht erreichbar zu sein und du darfst es auf mich rausreden. Ich als erwachsene Bezugsperson erlaube dir nicht erreichbar zu sein. Das ist so ein Mindset, das, glaube ich, ganz wichtig ist auch für uns, sich das immer wieder vorzuhalten und vorzuführen und zu sagen, okay, das ist einfach wichtig, dass wir da Kinder in der Form auch so unterstützen und natürlich zu alternativen Aktivitäten motivieren. Viele Kinder und Jugendliche stehen natürlich vor der großen Herausforderung und Covid ist dann nochmal on top, schwieriger, Alternativen zu finden. Was soll ich denn sonst machen? Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Jetzt dürfen die Kinder vielleicht nicht selbstständig auf die Straße gehen. Jetzt ist gerade Lockdown, nach 8 dürfen sie sowieso nicht mehr rausgehen. Beim harten Lockdown haben sie sowieso drinnen verbringen müssen. Also das ist sowieso gerade alles sehr, sehr schwer. Aber ich denke jetzt mal an after Lockdown, after Covid, ist es ganz wichtig, auch den Kindern wieder alternative Aktivitäten aufzuzeigen und sie dafür auch zu motivieren. Und das ist natürlich anstrengend, aber wem sage ich das? Also ihr seid ja mittendrin, genau solche Dinge auch zu forcieren. Und das ist auch zum Beispiel so eine Frage, die wir gestellt haben, zumindest im Familienverband, ob es Regeln gibt. 36% sagen, dass es Familien gibt, 39% nein. Und dann haben wir nachgefragt, hältst du dich an die Regeln? Und 46% fast immer und 43% eher schon. Das heißt, diese positive Einstellung gegenüber Regeln ist durchaus da und das ist auch der Wunsch und auch die Akzeptanz der Kinder und Jugendlichen da, diesen Regeln zu folgen und sie auch entsprechend zu nutzen. Natürlich hat man immer diesen Widerstand. Ich erzähle euch da ja nichts Neues, wenn es um Regeln geht, aber wir können nur bestärken, mit sowas auch zu arbeiten und auch wirklich zu sehen, dass diese Regeln auch angenommen werden. Genau, Alternativen haben wir noch. Das Problem ist nämlich wirklich, und das ist auch so eine Erkenntnis dieser Studie, 84% geben an, auf ihr Handy zu schauen, weil ihnen langweilig ist. Und wenn man sich das selbst vielleicht nach meinem Kurzvortrag dann ein bisschen an der Nase nimmt und mal mitzählt, wie oft man einfach mal schnell auf das Smartphone schaut, wird man merken, dass man selber einfach mal schnell aufs Smartphone schaut. Und wenn man dann nachfragt, wie spät es ist, dann muss ich nochmal aufs Smartphone schauen, weil ich eigentlich nicht mehr wusste, was ich davor gemacht habe. Aber definitiv nicht das, was ich jetzt gerade mache, nämlich wieder aufs Smartphone schauen. Also es ist so ein bisschen ein Teufelskreis, in dem man da drinnen steckt. Und ich glaube, uns allen würde es helfen, einfach mal bewusster da auch hinzuschauen. Und das ist auch das Thema Vorbildwirkung. Wenn wir das schon nicht schaffen, wie sollen denn Kinder und Jugendliche das dann hinbekommen? Schulen haben wir natürlich auch reingenommen. Das ist für uns ja auch immer ein wichtiger Player, gerade in diesem Bereich. Ich gehe nur ganz kurz darauf ein. Geht auch um das Thema Nutzungsregeln, auch zum Beispiel natürlich in Jugendzentren. Das ist ein Punkt. Genauso auch
die digitalen Geräte als Arbeitsgeräte zu verwenden. Also wir versuchen halt den Schulen immer wieder zu sagen, auch es ist ganz wichtig, da reinzuschauen. Und man kann diese Geräte durchaus als Arbeitsgeräte nutzen. Und auch ihr als zum Beispiel Jugendarbeiter und Arbeiterinnen könnt Jugendlichen auch wirklich zeigen, dass das nicht nur Spaß und Tollerei ist, sondern dass man damit auch wirklich sinnvolle Sachen machen kann. Und ganz einfache Sachen sind zum Beispiel, ich kann gerade über eine Augmented Reality App von Starlink, glaube ich, oder wie heißt die, von Elon Musk, egal, kann ich eine Rakete starten lassen. Das schaut extrem cool aus, aber ich kann halt dann wirklich hinstellen, kann meinen Countdown einstellen. Und das ist, ob das jetzt was bringt oder nicht, ob ich damit was gelernt habe oder nicht, ist völlig egal. Aber das ist in dem Fall schon mal was Positives gegenüber dem Smartphone. Ist aber jetzt kein Spielen per se, sondern ich lerne mal ein bisschen was über Raketenwissenschaft. Genau, gegenüber Anbietern haben wir dann auch noch Forderungen gesetzt. Wir haben zum Beispiel auch diese Tools zu nutzen, also auch Tools für die Beschränkung der Bildschirmzeit weiterentwickeln. Gibt ganz viele Tools, das ist, glaube ich, auch wichtig selber, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, einfach diese Dinge immer wieder mal ausprobiert und Jugendliche dabei unterstützt, auch diese Tools entsprechend einzusetzen. Weil es gibt mittlerweile, gerade was Digital Detox geht, sehr, sehr viele Möglichkeiten und die haben wir da auch aufgeschrieben, von Aktivitätsberichten, von Nicht-Stören-Funktionen, genauso auch wie Benachrichtigungen deaktivieren. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich in meinem persönlichen Arbeitsumfeld auch gemacht habe. Auf dem Computer habe ich den Lautlos-Modus aktiviert. Das ist so ein Halbmond. Das heißt, ich kriege nicht die ganze Zeit eine Benachrichtigung, wenn eine neue E-Mail ist. Völlig egal. Interessiert niemanden. Ich werde schon drauf reagieren. Es nimmt das Leben ein bisschen leichter. Das waren so aus den alten iOS- und Android-Bereichen noch die einzelnen Screenshots dazu. Es gibt mittlerweile für jede einzelne App die Möglichkeit, auch sowas zu aktivieren und zum Beispiel auch für Instagram. Da steht dann, dass ich maximal eine halbe Stunde pro Tag auf Instagram verbringen möchte. Das aktiviere ich und dann werde ich erinnert und kann mich so ein bisschen einfangen. Lifehacks haben wir dann auch noch zusammengefasst von Jugendliche für Jugendliche. Ein paar Dinge habe ich schon selber ausprobiert und das kann ich euch persönlich auch gleich ans Herz legen. Dinge, die wirklich gut funktionieren. Soziale Netzwerke vom Startbildschirm entfernen, verstecken. Wirklich, dass es mühsam ist, diese Dinge einfach mal zu nutzen. Genauso auch zum Beispiel habe ich Facebook von meinem Smartphone deinstalliert. Ich kann aber sehr wohl zugreifen über zum Beispiel, ich habe ein iPhone mit dem Safari-Browser. Ist ein bisschen mühsam, nicht ganz so lustig. Das heißt, ich zwinge mich dazu zu reduzieren. Aggressiv könnte ich zum Beispiel auch den Graustufenmodus am Handy aktivieren. Es gibt die Möglichkeit, einen Graustufenmodus zu aktivieren. Das sind diese ganzen bunten Farben, die ja auch was mit einem Kopf machen, mit unseren Köpfen machen, entsprechend weniger zu triggern. Warum sind diese kleinen Bubbles rot und eine weiße Eins drin? Natürlich, das ist ein Alarmsignal. Und wenn man das alles ein bisschen versteht und mit dem arbeitet, kann man ganz gut arbeiten. Geräte in der Nacht außer Reichweite aufbewahren hilft nicht nur Kindern und Jugendlichen, hilft auch uns selber. Benachrichtigungen ausschalten, also wirklich nur die wichtigsten Benachrichtigungen. Ich verstehe nicht, wie Menschen es aktuell aushalten, diese ganzen Push-Nachrichten von irgendwelchen Newsseiten. Wenn die Welt untergeht, kriege ich es eh mit. Und dazwischen habe ich Ruhe. Aber wenn ich es jetzt sofort weiß, muss ich das Ding aufmachen. Hast du gesehen? Es ist wieder irgendwas passiert. Und wer entscheidet es dann für mich? Ja, also das ist auch so ein bisschen wieder Selbstkontrolle zu nehmen, was ich konsumieren möchte und nicht, was jemand sagt, ich soll das jetzt konsumieren. Instagrammern und YouTubern entfolgen, das sind auch so einfache Dinge, gerade für Jugendliche. Es gibt einfach auch viel Stress, wenn jemand viel postet und ich muss jetzt das neue Video sehen, damit ich cool bin. Und Handyturm bauen ist natürlich auch, wenn man zusammen ist, gibt es ganz einfache Spiele. Wir machen es zum Beispiel in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, der, wenn wir gemeinsam essen, der als erstes das Smartphone zückt, muss eine Runde zahlen. Es ist ganz einfach, die Regel wird akzeptiert und forciert auch. Entsprechend teuer sind diese Runden meistens, wenn irgendjemand wichtiger wieder angerufen wird von seinem Chef, kostet halt Geld. Genau, und zum Schluss noch, Unterstützung gibt es auf saferinternet.at, alles kostenlos zum Herunterladen, die ganzen Studien, alle Informationen, alle Materialien, einfach vorbeischauen. Wir haben da auch so zum Beispiel einen Flyer, speziell für Jugendliche, süchtig nach Internet und Handy, kann man auch in gedruckter Form bestellen. Medien in der Familie ist herausgekommen in einer neuen Version, wo wir auch aktuelle Beispiele einfach aufzeigen. Hilfe, mein Kind möchte YouTuber werden. Hilfe, mein Kind hat einen Influencer gesehen. Und wir versuchen dann relativ praxisnah darauf zu antworten. Frag Barbara,
kann ich auch sehr empfehlen, vor allem für die Erwachsenen, in 2 bis 3 Minuten sehr schnell von unserer pädagogischen Leiterin von Safe Internet erklärt, um was es geht, zum Beispiel da auch Regeln in der Familie. Natürlich auch ein Alltime-Klassiker für alle, die ihn nicht kennen, der technische Kinderschutz im Internet, eine ganz großartige Broschüre von den Kolleginnen von der ISPA, die auch wirklich ganz technisch einfach Step-by-Step durchgehen, was ist denn jetzt eigentlich alles möglich und was nicht und was macht Sinn, ab welchem Alter auch. Und das ist ganz praktisch, einfach mal einzuordnen, macht es Sinn, einem 13-Jährigen noch irgendwas zu installieren auf seinem Smartphone? Ich kann euch gleich die Antwort geben, nein. Aber wenn man eine Argumentation dafür braucht, warum, einfach dort nachlesen. Und natürlich auch aktuell Online-Workshops, das sind, ich habe es drinnen lassen, das ist ein bisschen retro, ganz traurig, ja. Wir machen ganz viele Workshops. Und das ist noch so ein bisschen die Zusammenfassung von meinem Vortrag heute. Auch Jugendliche werden Smartphone und Co. bereits manchmal zu viel, 30%, über 30%. Für Jugendliche bedeutet dieser digitale Zeitstress, Ablenkung, diese ständige Erreichbarkeit, Angst, etwas zu verpassen, FOMO, haben wir schon gelernt heute, soziale Kontrolle, also auch wirklich, ich bin fremdbestimmt. Die digitalen Geräte sind das einfachste Mittel gegen Langeweile. Und wir haben aber schon noch gesehen, dass es eben erste Vorreiter unter den Jugendlichen gibt, die sich bewusst gegen diesen digitalen Zeitstress wehren und auch stemmen. Und gefordert sind vor allem aber auch eben Eltern und natürlich erwachsene Bezugspersonen, aber auch Anbieter und die Schule, um einerseits die Kinder dabei zu unterstützen, sich dagegen zu stemmen, Resilienz, und natürlich auch selbst ein bisschen Vorbild zu sein und zu sagen, ich reduziere mein Ding. Das Ganze haben wir zusammengefasst in einer Infografik. Ich werde die da jetzt nicht länger präsentieren. Kann man dann auch runterladen, direkt auf saferinternet.at, wo wir die wichtigsten Erkenntnisse unserer Studie nochmal zusammengefasst haben. Ein Hinweis, vorletzte Folie, Safer Internet Day 2021, 9. Februar. Wir freuen uns auf ganz viele Anmeldungen, auch von Jugendzentren. Ich kann euch gleich vorweg sagen, es gibt ein Medienset im Wert von 600 Euro zu gewinnen. Wir freuen uns auf ganz viele Einreichungen und Projekte. Läuft im Februar, saferinternetday.org oder at eingeben. Und das war's von mir. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und werde jetzt mal meine Präsentation stoppen und übergebe zurück an Johannes. Großartig, Matthias. Vielen, vielen lieben Dank. Ich habe in der Zwischenzeit auch den Link in den Chat gepostet, wo man diese Infografik und alle anderen Informationen zu eurer Studie findet. Und möchte deine Zusammenfassung um einen Satz ergänzen, nämlich, ich habe heutzutage den ersten Kontakt mit dem Smartphone vor meiner Geburt. Ja. Ich möchte euch jetzt einladen dazu und wir haben noch ein paar Minuten Zeit, wenn ihr Fragen habt, die gerne in den Chat zu stellen. Das ist jetzt die einmalige Möglichkeit, direkt den Matthias zu befragen. In der Zwischenzeit und als Überbrückung hätte ich so eine Frage, Matthias, und zwar 2019 war es zwar schon da, aber 2020 noch viel stärker, nämlich das soziale Netzwerk TikTok, was ja quasi das prädestinierte Netzwerk ist mit Dark Patterns und Suchtcharakter und man kommt dort nicht mehr hinaus. Und ich warte schon sehnsüchtig, ihr bringt ja nicht nur diese wunderbare Studie rund um Digital Detox raus, sondern auch den jährlichen Jugend-Internet-Monitor. Gibt es da schon irgendwas, was du verraten kannst, die Nutzung von TikTok und Jugendliche? Ich würde sehr gerne was verraten können, aber die Studie ist gerade mitten im Feld. Das heißt, wir kriegen die Daten erst vor Weihnachten und erst dann wissen wir auch, wie es ausschaut. Ich gehe stark davon aus, dass TikTok auf den Top 3 ist mittlerweile. Und wenn nicht sogar noch weiter oben. Also ich selber kenne TikTok jetzt auch schon sehr gut. Ich habe schon einige Stunden drinnen verbracht und es ist wirklich, du fängst an und hörst nicht mehr auf. Das ist das perfekte Ablenkungsmedium. Es ist aber auch großartig, weil wir arbeiten zum Beispiel auch viel mit Kindern und Jugendlichen, gerade wenn es um Kreativität geht, wenn es um Informationen geht, Aufbereitung von Informationen. Und wenn man sich ein bisschen aus dieser Perspektive da drinnen noch nähert, um vielleicht diese Angst und Furcht vor TikTok zu nehmen, dann, also du lernst gerade nirgends auf der Welt besser, wie du in 15 Sekunden hochkomplexe Informationen visuell schön aufbereitet präsentieren kannst. Es gibt aktuell nichts Besseres und das ist super faszinierend, weil wir das mich auch für unsere eigene Arbeit natürlich nutzen können, um Informationen entsprechend aufzubereiten und auch mal vielleicht Mut zur Lücke zu haben. Ja? Man muss nicht alles erklären, solange man ein Folgeprojekt dazu hat, ein Folgevideo, Folgeinformation und so weiter. Also da gibt es ganz viele Mechanismen und Tools, die auch gerade entsprechend genutzt werden. Habt ihr Fragen an den Matthias rund um das Thema? Dann gerne in den Chat hinein.
und wir schreiben es, wir lesen es vor. Das traut sich keiner. Das war jetzt zu viel auf einmal. Mal die Zahlen, weil erstens einmal das Lob, dass es extrem interessant war und das Ganze auch mal in Zahlen zu haben. Und wie immer ist es sehr informativ mit dir. Genau, also ausblickend kann ich auf jeden Fall noch verraten, wir arbeiten an einer neuen Studie, die wir einmal zum Safer Internet Day, gibt es ja immer eine große Safer Internet Studie. Dieses Mal geht es um Selbsterstellung und es wird sehr interessant werden, auch wie digital Selbsterstellung bei Jugendlichen heutzutage funktioniert. Es wird viel davon geredet, jeder kennt es, Safer Welt, aber wir schauen es jetzt mal im Detail an und versuchen herauszufinden, was da wirklich dahinter steckt. Und weil die Frage im Chat aufgetaucht ist, die Studie ist im Jahr 2019 rausgekommen, bezieht sich auf Daten von Ende 2018. Genau. Eine weitere Frage im Chat ist gekommen, gibt es auch einen Zusammenhang, jetzt diesmal sind feucht, einen kleinen Moment, zwischen Bewegung und Sport. Ja. Mit Bewegung und Sport. Ja, genau. Also wir haben eine vorherige Studie gehabt, das ging um die Medien der Allerjüngsten, also das waren in dem Fall Volksschulkinder und da haben wir das Medienverhalten angeschaut und da haben wir schon bemerkt, dass Kinder und Jugendliche als Alternative zum Beispiel Bewegung und Sport gar nicht mehr wahrnehmen, eben diese Langeweile auf dem digitalen Gerät. Kinder dürfen zum Beispiel in Großstädten wie Wien nicht mehr einfach so auf den Spielplatz gehen, weil sie über eine große Straße gehen müssen und das ist also ein bisschen eine Herausforderung, auf die wir immer wieder hinweisen, auch in zum Beispiel familiären Bereichen, dass eine erwachsene Bezugsperson sich aktiv mit dem Kind beschäftigen muss und nicht einfach sagt, geh Fußball spielen, sondern mit dem Kind dann etwas macht. Und da machen wir gerade sehr viel Aufklärungsarbeit auch, gerade bei erwachsenen Bezugspersonen. Mhm. Es ist noch eine Anmerkung mehr oder weniger gegangen, wo wir über TikTok geplaudert haben, beziehungsweise du geplaudert hast. Das ist natürlich dann auch ein spannendes Thema mit Selbstdarstellung und so weiter ist, wobei das ja nicht nur auf Jugendliche zutrifft, das ist meine persönliche Meinung, sondern durchaus alle, die dort auf den Netzwerken unterwegs sind. Ja, genau so ist es und das ist auch das Spannende, wir wissen ja alle, dass jeder seine Art digitalen Avatar natürlich bildet und TikTok ist da jetzt gerade noch extremer. Es wird super interessant, was da auch herauskommt, wie Jugendliche das heutzutage auch wahrnehmen, weil wir haben ein paar Hypothesen, die der gängigen Meinung widersprechen. Wir schauen mal, ob wir das herausfinden bzw. auch bestätigen können. Sehr spannend. Ich persönlich habe noch eine Frage, weil als aufmerksamer Zuschauer habe ich selbstverständlich bemerkt, dass diese Studie unter anderem von Facebook finanziert worden ist. Ist es richtig? Habe ich das richtig beobachtet? Nein, also in dem Fall ist es so, saferinternet.at hat immer Kooperationspartner. Und wir haben zum Beispiel drei Ministerien, die Safer Internet, also EU-Projekt, kofinanzieren und dazu haben wir auch Wirtschaftspartner. Einer davon ist Facebook. Wir haben jetzt neu dazu bekommen, zum Beispiel auch Huawei. Und eins ist zum Beispiel auch der größte Wirtschaftspartner, der uns dabei unterstützt, weil wir leider von der EU nur 50% bezahlt bekommen. Jetzt müssen wir immer schauen, wo wir die anderen 50% herbekommen. Okay. Gibt es von eurer Seite aus noch Zeit für eine Frage, hätten wir noch? Ansonsten sage ich vielen lieben Dank, Matthias, für deinen auch. Input. Es war wirklich wieder mal sehr, sehr spannend und großartig. Ich sage auch vielen, vielen Dank und ich muss leider unhöflich sein. Ich muss mich leider gleich in ein nächstes Meeting. Deswegen muss ich mich da schon verabschieden. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Präsentation habe ich eh schon zugeschickt. Vielen Dank. Und wünsche euch noch einen ganz tollen Vortrag. Super. Vielen lieben Dank, Matthias. Mach's gut. Schönen Tag. Danke. An alle anderen, die Präsentation und auch alle anderen Präsentationen, die wir zur Verfügung kriegen, gibt es dann im Anschluss auf unserer Website als Download. Und bekommt dann den Link direkt zugeschickt von uns. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause, um wieder ein wenig aufzustehen und Digital Detox zu leben. 10 Minuten. Um 14.45 Uhr geht es dann weiter mit dem nächsten Thema. Da wird dann der Lukas Wagner rund um die Auswirkungen des Lockdowns, schlechtes Wort, was wir heute schon mitbekommen haben, auf die Psyche von Jugendlichen eben einen Input geben. Wir sehen uns in 10 Minuten, 14.45 Uhr geht's weiter. Bis dann, eine schöne Pause.